Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge War Thunder, wieder mit MTB Crafter. Hallo. Und heute widmen wir uns dem Objekt 906. Das ist ein Fahrzeug, was ich relativ lange links liegen gelassen habe. Obwohl es eigentlich genau in mein Spektrum passt. Ein Light mit einem Autoloader, mit einer ziemlich potenten Kanone eigentlich. Ja, optisch auch sehr ansprechend. Aber 7-7 gibt mir bei den Russen ehrlich gesagt nicht so viel. Aber ich habe jetzt zwei gute Gründe, es zu fahren. Erstens, wie gesagt, es ist ein so cooles Fahrzeug. Und zweitens muss ich für den Battle Pass 35 mal mit Russen gewinnen. Fangen wir doch mal an. Ja. Ja. Mach mal schnell, damit ich wieder Halo spielen kann. Ja, ich bin momentan hart am Suchten von der Kampagne. Ich habe ewig drauf gewartet, jetzt ist endlich soweit. Ah ja, ein Stabi hat dieses Ding natürlich auch. Kann's anders sein. Nur leider keine Gun Depression. Wie könnte's anders sein? Und leider auch kein Rangefinder. Ja, oh, mit einem Laser Rangefinder wäre dieses Ding so abartig. Ja. Und ja. David ist, by the way, komplett ausgebaut. Ich noch nicht. Mir fehlen, ich glaube, noch 4 Module oder. Wow! Eieiei. War das Arti? Oh nein, wo ist der Usch denn? Der steht direkt vor B. Also. Direkt bei B. Also links von dir. Ja. Aber von rechts kam, glaube ich, auch noch was. Ich habe da auf jeden Fall einen Motor gehört. Ja, ich fühle mich hier nicht sicher. So ein Usch ist böse. Ja. Also warte, der cappt auch nicht. Will der mich jetzt verhindern? Nee, der steht hier direkt. An der Ecke stand der. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass der von hinten auf mich zukommt. Ja. Huch. Ja, beeil dich mal. Bin auf dem Weg. Knorke. Usch ist, glaube ich, so ziemlich das schlimmste Ding, was du in dem Ding hier treffen kannst. Was hast du gerade? Ja, ich hab da zwei Worte fusioniert. Das Schlimmigste. Okay. So ziemlich das Schlimmste. Mein Kopf, wenn es mal einen Aussetzer hat, ey. Kommt ja so selten vor. Ja. Oh. Ja, das steht immer noch da. Ja, sorry, ich wusste nicht, dass wir auf dich schießen können. Ich auch nicht. Ah, ich hab auch nur HE mit. Im Object. Komm, Arti, tu mir doch mal einen Gefallen, Arti. Das sitzt doch genau auf ihm. Ja, das ist deine Arti, die killt dich. Nein, ich hab ihn. Sehr schön. Ah. Das war schön. So, um das jetzt aus dem Weg, da wir das jetzt aus dem Weg haben. Meine Sprache war gerade komplett zerlegt. Das Schlimmigste, ey. I have no idea what I was thinking. Probably nothing. Ja, wie gesagt, ich spiele gerade sehr aktiv Halo. Könnt ihr mal in die Comments schreiben, ob ihr euch das Spiel aufgeholt habt oder ob euch die Serie damals schon angefangen habt oder ob das für euch absolutes Fremdland ist. David hat das Spiel noch nie gespielt, keins der Teile. Finde ich erschreckend, aber gut, ich komme auch aus einer anderen Zeit. Ja, wenn man mal drüber nachdenkt, also zwischen unseren Jugenden. Wow! Alter, was überlebe ich denn gerade alles? Du bist ein Russe. Absolutely insane laughing. Ja. Nee. Gott. Give me a break. Oh Gott, der Usch ist zurück. Wenn er mich jetzt nochmal killt, ey. Ist aber.
Von wo kam der? Wer? Ja, der Ursch. Ich habe keine Ahnung, wo die Rakete kam. Das Schlimme beim Ursch ist, du siehst die Raketen nicht fliegen. Die sind ja quasi point and click direkt da. Ja. Also ich habe keine Ahnung, von wo unser Kollege gestorben ist. Okay, von direkt vor mir. Welcher von dir heißt? Er ist gestorben. So, okay. Ja. Aber hier kommt auf jeden Fall was. Von hinter mir? Siehst du es? Also kannst du es. Also wenn du es abfangen kannst, dann gönnst dir, ne? Ja, ich kann es wahrscheinlich. Hoffe ich, denke ich, abfangen. Machst du mal den Gönjamin, ne? Das ist so ein schlimmes Wort, finde ich. Kennst du das? Ich schon mal gehört, ja. Ich habe das vor 2-3 Tagen zum ersten Mal bei einem deutschen Stream gehört und dachte mir so, was zur Hölle ist das denn? Ich glaube, da kommt aber noch was, das ist eine Flak, Achtung. Da, wo der Leo gerade war. Finde es sehr gefährlich, würde ich sein. Hä? Wo denn? Die war hier, hinten dran. Okay. I can't see shit. Ich gerade auch nicht, ne. Ja gut, ne. Was tue ich denn jetzt hier? Ich will nicht so offen rumfahren. Vor allem nicht, wenn die Schweden unterwegs sind. Ja, mal ganz ehrlich, warum hat dieses Ding eigentlich keinen Laser Range Finder, wenn ich mir angucke, was der IKV auf 6-7 mitnimmt? Wobei, ne, der ist 7-3 mittlerweile, ne? Ja. Ich glaube, ich fahre mal Richtung A, oder? Ja, ich guck mal von hier oben, ob ich irgendwas wegschnippen kann. Nee, pardon. Ich wird beschüsselt. Von da. Beschüsselt. Ja. Also ich kann nicht durch dich durchschießen, du bist genau im Weg. Oh. Ich dachte, ich wäre in Deckung. Mhm. Very sad. Ich guck mal, ob ich dich rächen kann. Viel Erfolg. Dankeschön. Ich glaube, ich werde das definitiv brauchen. Alter, der Legampfbanzer macht Aua beim Gegner. Oder bei uns eher gesagt. Ja, das sind ja die Gegner. Ist klar! Alter, ich habe ihn getroffen, ist abgeprallt. Alter. Und der hat natürlich seinen Busch so asozial auf seinem Rohr drauf. Ja. Ach ja. Die schönen ersten Runden. Du musst das. Mhm. Markierst du mir mal die Stelle, wo der eben war? Ich werde ihm jetzt eine 800-Kilo-Bombe auf den Kopf legen. Boah, ich glaube, das war hier. Der fährt jetzt gleich hier rein. Ja, okay. Also ich hab ihn, aber der Marder hat mich ganz schön zerlegt. Da hat das Spiel gerade übrigens wieder schön gezeigt, dass der Netcode absolute Grütze ist. Der Panzer ist für mich einfach vor mir rumgeschwurbelt quasi, also hin und her gerutscht. Okay. Weißt du, was ich meine? Wenn der so über den Boden gleitet und sich nicht in Fahrtrichtung dreht. Ja. Von Pens. Rumgeschwurbelt. Das ist ein schönes Wort, ne. Mein Rohr ist länger. Bitte? Mein Rohr ist länger. Ja, sogar dicker. Aber es kommt auch so ein bisschen auf die Technik drauf an. Ich hab Darts. Komm mal, glaube ich nicht mal. Ja, wobei ich auf dem Battle Rating ist eher HPHE bevorzuge, muss ich sagen. Ja, komm auf den Gegner an. True. Hey, wir haben gewonnen. Erster Sieg. Muhaha. Gott, war das ein kleines Match. Ja, war gar nicht mal so gut.
Nee, nee. Also, wir haben gewonnen. Das ist schön, aber könnte besser sein. Ah, eine Daily-Aufgabe erfüllt und ein Modul für das Objekt. Also, lief gut, lief gut. Und wieso ich das nicht kaufe, wurde ich schon öfter jetzt gefragt, weil ich hier Autokäufe drin habe. Sobald ich hier auf Finish klicke und zurück hier reingehe, ist das Modul gekauft. Das erleichtert so viel und man muss einfach nicht mehr dran denken. Aber ich glaube, das ist sogar standardmäßig an, oder nicht? Ja. Ja. Okay. Ja, wundert mich, weil ich habe das jetzt schon 3, 4 Mal die Frage bekommen. Genauso wie ich häufig die Frage bekomme, oder wir häufig die Frage bekommen, wie wir sehen, welches Battle Rating wir sind. Ganz einfach an den Einstiegspunkten für Fahrzeuge. Wie ist es bei Mediums mittlerweile? 150, wenn du Top-Tier bist, 150, genau. dann 130? Ja, 120 und 100. Ja. Also Jetzt immer sind wir ein zum Step runter Beispiel. oder hoch. Ja, jetzt sind wir zum Beispiel 8,3. Weil der Medium auf 7,7 kostet 120. Hier zu sehen. Aber Nehmen die wir an Frage wird Norden, oder? eh immer wieder kommen. Bitte? Nehmen wir an Norden, oder? Ja, aber ich fahr zu B. Wir sind ganz weit von unserer Welt. Wie lang fährst du zu B? Die Straße, die du jetzt nimmst, werde ich fahren. Okay. Wobei ich auch überlegt bin, weil ja, wir fahren da hoch und dann fahren wir nicht in den Punkt, sondern links auf die Klippe hoch. Ja. So, D4. Exactly. Ah, und die Folge kommt ja einen Tag später raus, also nicht heute, sondern morgen, für uns. Direkt eine Ankündigung für all diejenigen, die an den Clans und dem Miteinander interessiert sind. Es wird einen dritten Clan geben, oder es gibt schon einen dritten Clan, der wird von Tired Sloth, Andy und Fleekas Marvin geführt. Einfach aus dem Grund, wir sind mittlerweile echt viele. Und damit kommen noch kleine Veränderungen. Guard 2 wird quasi der Hardcore-CW-Clan. Da kommen alle rein, die wirklich wöchentlich spielen wollen und jedes Battle-Rating haben quasi. Da wird auch darauf geachtet, dass du in einem Discord bist, dass du mindestens einmal in der Session mitspielst und ein paar Punkte generierst. Ja, Aktivitätspflicht und bla bla bla. Guard 1, also der Hauptclan, wird weiterhin CW fahren, aber halt casual-mäßig, nicht gezwungen. Boah, ich merke gerade, was der Unterschied ist, wenn du einen Motor hast und was nicht. Ja, und Guard 3 ist, ja, also gemütlich, sagen wir mal. Guard 3 ist am gemütlichsten, Guard 1 ist so mittelgemütlich und Guard 2 ist, oh. Und Guard 2 ist, ja, für all die Hardcore-Suchtis. Hat gerade gut gepasst. Und Guard 2 ist. Oh. So ein Lappen. Ah, da. Der hat von da drüben hierher. Au, da ist noch einer! Au, wo werde ich beschossen? Alter. Alter. Das ist schon nett frustrierend. 7-7, wenn du da geupdatet wirst auf alles drüber 8-0 plus, das ist halt auch wieder so ein Level Gap. Ja. Ich glaube, am schlimmsten ist aber 7-0 auf 8-0 oder 7-3 auf 8-3. Ja, das ist schon. Das ist halt. So, da sind noch ein paar Zweite Weltkriegspanzer drin. Da hast du den krassen Umbruch von modern, von alt auf modern. Ja. Also nicht, dass mein Fahrzeug hier nicht modern ist und nicht definitiv gegen Marder kämpfen könnte, aber. Ja. Der war hier auf dem Berg, der mich gekillt hat. Ja, der ist gestorben. Sehr gut. Das war doch der Philosoph Gedönster, oder? I think so. Das ist übrigens mein Pech mit diesem Fahrzeug. Nicht die Kanone. Die Mobilität nervt mich so ein bisschen, aber ist halt noch nicht ganz ausgebaut. Aber jedes Mal, wenn ich einen Gegner kill, kommt direkt ein anderer und killt mich. Das ist, also, das ist fast verflucht. Aber das kennst du auch bei manchen Fahrzeugen. Bei dir ist ja Ja, fast der komplette bestimmt, deutsche ja. Baum. Ja, weg. Das ist Lack. Oh.
ist keine Flak. Ne. Da ist eine Flak in B. Und war der Light war der, der markiert ist, den du aufgeklärt hast? Ja. Hinzufahren ist gar nicht so geil, wenn man so hoch im Battle Rating ist, weil du halt von überall quasi beschossen werden kannst. Ja. Ja, ich fahre hier eigentlich super gerne hin, weil man von der Position quasi rüber zu C und B schießen kann und dann auch noch zu A, wenn man ein bisschen Depression hat. Ja, nur überall, wo man hinschießen kann, von da kann er auch auf einen Schuss. Ja, bei niedrigeren Battle Ratings ist die Gefahr nicht so hoch, dass du gleich direkt einen Schuss reinkriegst, weil die Gegner halt einmal nicht so. Ich will nicht sagen, nicht gut sind, aber halt nicht so geschult auf den Maps meistens. Ja, nur nicht so erfahren. Ja, aber das trifft halt mittlerweile auch kaum noch zu, weil die meisten, ich sag mal, High-Tier-Spieler sind mittlerweile mit hier unterwegs, weil ihnen das High-Tier einfach nur noch auf den Sack geht. Kann ich gar nicht verstehen, so null. Nee, überhaupt nicht. Kein Fall. Was? Ach komm! Wie gesagt, mein Glück mit diesem verblumten Fahrzeug. Hast du Blumendeckel drauf? Mhm. Ja. Okay. Ich hab gehört, die Alouette will eine Rakete abkriegen. Was für eine Range hab ich mit meinen Raketen? Oh Gott, da kommt ein Arado, aufpassen. Nicht auf mich. Die Alouette war direkt hinter B quasi. Okay. Ah, da. Hauptkanone verdrehen. Das ist zu weit weg, glaube ich. Nee, ich glaube, du hast dran vorbeigeschossen. Lass sie mir! Ach, es ist Blutwurst! Backfuck! Ich glaube, bei A werden wir gleich Probleme haben. Ich guck da gleich mal links runter. Du kannst ja mal bei B weiter gucken, weil ich glaube, dein Freund ist immer noch da. Also der AMX. Nenn sowas nicht mein Freund, bitte. Jetzt hör doch mal auf damit. Mittlerweile richtig schlimm bei dir. Der hat mich einfach gekillt. So. Freut du dich mal auf den neuen deutschen Panzer, den Marder mit dem AMX 1390-Turm. Beziehungsweise 1305-Turm. Ja, bei dem Tree bin ich eh nicht. Ich glaube, der wird echt gut. Was geht denn hier? Gar keine. Attention to the designated grid zone. Just keep the pressure on. Victory is close. Nee, nicht gerade viel. Ja, irgendwie ist hier voll tote Hose. Ein Flugzeug, okay, das ist von uns. Na so, siehst du irgendwas? Ich guck mal, ob ich A holen kann. Okay. Also mal gucken, ob du mir Deckung geben kannst. Okay, kannst du von da definitiv nicht. Nee, von da nicht, aber ich fahr wieder zurück. Ja, also das Objekt 906 ist im Vergleich zum BMP absolut eine Schönheit. Das BMP ist einfach typisch russisch, würde ich sagen. Aber ja. Das BMP zieht wenigstens schön. Also das kommt sehr schnell auf Topspeed. Selbst wenn du nicht komplett ausgebaut bist. Attention to the map. So. Man kann übrigens hier reinfallen, Leute. Vor allem mit sowas Kleinem wie einem Wiesel. Den Brunnen, der direkt bei A am Punkt ist. Okay. Da kann man wirklich rein. Ich hab's mal getestet in einem Custom. Hat der einen Boden? Also du glitscht halt unter die Map.
Ah, okay. Also ich weiß nicht, ob man Boden hat, aber er hat auf jeden Fall eine komische Hitbox, weil du halt teilweise einfach... Du wackelst dann so, als wenn du quasi, wie wenn du in einem Ragdoll-Spiel quasi in der Wand hängst. Ja, und dann ja, findest ja. du dich unter der Map wieder. Okay. Also ich habe nichts fahren sehen bei den Blumen. B. Haben wir zu B. Kriegt man Artillerie auf den Kopf? Artillerie. Artillerie. T-54 ist ein richtig guter Panzer. Ja, der ist nicht schlecht. Also für sein Battle Rating ist der echt gut. Aber der davor, beziehungsweise der danach, ich glaube, der da drunter eingeklappt ist 7-3 momentan. Und auf 7-3, wenn du Top-Tier bist, abartig. Man hat halt, wenn man alle hat, hat man halt ein paar. Da hat man halt alle, ne? Ja. Weil ja, das sind da hast du, da hast du im hohen Mid-Tier, sag ich mal, hast du, oder im frühen High-Tier hast du dann schon den Geschmack, wie es später bei den Russen aussieht. Ja, das hatten wir ja schon in T34, im relativen Low-Tier schon. Kollege, da bist du leider zu spät, der ist tot. Siehst du was? Ja. Hier so in den Dreh. Ach komm, Spiel. Den hab ich doch ja wohl gesehen. Hallo, Repart. Na du? Hier oben steht einer. Ja, da werde ich, glaube ich, nicht ankommen. Oder nicht hingucken können. Ich nehme jetzt erstmal B ein. Mhm. Wenn ich es schaffe. Ich glaube, das wird aber nichts mehr. Artillerie, Agon per Quadrato. Ja. Ich meine, da steht ihr gut, Leute. Ach komm, dieses Spiel und sein komisches, verbuggtes Scouten. Und dann immer die Aussage, ja, wir wollen Scouten nicht so hoch belohnen, weil du machst ja nicht den Hauptkampf. Ich glaube, die Devs haben keine Ahnung, wie wichtig gutes Scouten in so einem Spiel eigentlich ist. Ja, ja, ja. Also Scouten ist, ich finde, erstens, die Belohnungen sind lachhaft. Zweitens, das ist so verbuggt, also du kannst das nicht mal effektiv einsetzen. Du musst halt wirklich pixelgenau auf dem Gegner sein mittlerweile. Ja, selbst das reicht ja nicht. Ja, selbst das kommt teilweise nicht mehr durch. Und teilweise kann man einfach grob in die Richtung drücken und es ist gescoutet. Ja, teilweise durch 5 Gebäude funktioniert's, aber ich habe den Leo gerade angeguckt. Weißt du, wirklich angeguckt mit Fadenkreuz. Ja, ich kenn's doch, ich kenn's doch. Genauso wie den Centurion, der da oben stand. Aber, naja. Funktioniert alles, ne? It's fixed. Genau wie Ghost Shells nicht mehr existieren. Ich glaube, das Sinnbild von Gaijins ist It's Fixed, mein Gott, ist wie sie mittlerweile mit diesen Abbrüchen aus der Warteschlange reagieren. Wo du früher noch raus bist und dann später reingezogen wurdest, haben sie jetzt einfach diese Queue verlassen reingemacht, um es zu kaschieren. Ja. Also die kleben lieber einfach ein Pflaster über eine vergammelte Stelle, als dass sie irgendwas machen. Und das ist eigentlich ziemlich traurig. Ja, aber selbst die Queue funktioniert ja nicht. Dann läuft die Queue ab und man wird trotzdem noch reingesaugt. Ja, ja. Oh, wo sind wir denn gelandet? Im 476, 57 Bereich. Ja, das ist 77. Aber wir sind 8-3 wieder. Ja, meine Pacht ist leider vergangen. Aber das Ding wird am Ende wieder in meinem Hangar landen. Aber ich gehe da gemächlich hin. Ich mach nicht den Nano und Grinder. 5 Tagen quasi gefühlt durch. Ja. Ah ja, was ich by the way, für den Clans noch. Wer sich nicht bei den Hardcore-CW-Spielern sieht, der kann gerne in Guard 1 oder 2 dann kommen. Da seid ihr herzlich eingeladen. 1 oder 3. 1 und 3, ja, danke. Schmeiß mal Art hinzu. Schon geschehen. Was ist der weitere Plan? Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich glaube, ich war links von. Oh, ein Wurst weniger. Ja, wie will.
Natürlich vom noch ein Udes weniger. Die armen Schweden. Die sollten halt nicht cappen gehen. Ganz ehrlich, die sind so dünnhäutig. Vor allen Dingen so ein ja, Udes. Ja, auch. Nee, ein Udes oder ein Usches im Vergleich zu uns noch ja, wesentlich aber, dünnhäutiger. Aber, ja, auch. Aber. Ja. Ich weiß, warum ich links rum bin, weil die Gegner alle rechts rum sind. Den konnte ich jetzt natürlich scouten. Macht absolut Sinn, dass ich den jetzt scouten konnte. Weil ich habe durch ein Gebäude gescoutet. Ja klar. Ja, Siggi, ne? Da links ist noch irgendwo eine Autokanone. Was heißt links? Ich weiß es nicht, ich habe nur Schüsse von links fliegen gesehen. Von wo links ungefähr? Da. Ach, so weit links. Hier? Keine Ahnung. Die sind nur von links nach rechts übers Bild geflogen. Nein. Kannst du hier drauf schießen? Ich kann's mal probieren. Einfach schon, ja. Ja, war leider zu spät. Ja. Ich habe minimal so hoch geschossen. Ich habe nicht wirklich gesehen. Ja, er hat mir leider meine Tracks, beziehungsweise meinen Motor und meinen Turmtrickkranz zerstört. Wie auch immer man das schafft, mit einem Schuss von APDS. Attention to the map! So klar. Also, der Motor und, die, und der Turmtrickkranz liegt auf jeden Fall in einer Linie. Wenn man von oben kommt, bestimmt, ja. Schon drei Assists, was geht. Wenn die Kugel im Fahrzeug zickzack macht, dann auch. ja, genau. Wo wir beim nächsten Thema wären. Die super Post-Pen Berechnung. Wo du teilweise Granaten hast, die einmal nach vorne und zurück aus deinem Panzer kommen, ne? Ja. Wird das jetzt wieder so eine Runde, wo wir den Gegner einfach überrennen? Ah, bin ich mir nicht sicher. Ich auch nicht. Ich glaube, unsere Leute. Warte mal. Achso, doch. Okay. Bin gleich wieder bei dir. Okay. Ist da jetzt links außen noch was? Ich hab nichts gesehen, nee. Mir fällt mal gerade auf, dass hier sieht aus, als wäre das Haus in der Mitte durchgeschnitten worden. Vielleicht ist es das auch. Ja, durch einen Todessternlaser. So glatt wie das ist. Ja, da hat jemand ein scharfes Küchenmesser gehabt. Ja, okay. Boah, ja. Also, das nervt mich halt wirklich. Der ist mir zu langsam. Der ist mir einfach zu langsam. Ich fahre ja gerade mit 27 Sachen. Das schafft das jeder Medium schneller. Hinter CS eine Maus. Ja, das ist nichts, was ich penne. Wohl mit der Heat vielleicht. Fahr mal in eine andere Richtung. Was heißt in die andere Richtung? Ja, nicht Richtung C, sondern hier die Häuser lang. Bin bei dir. Our victory is near. Attention to the designated grid square! Oh. Attention to the designated grid square. Ups. Danke für den Assist. Ja, mit der Heat halt. Da fühlt man sich schon so ein bisschen schlecht. Ah, Leute, ich habe übrigens nachgedacht, dass wir sowas wie mit dem T95 und T92er Combo nochmal machen können. Zum Beispiel mit einem Jagdtiger und einem Wiesel zusammen oder ja, oder einem Puma. Könnt ihr mal überlegen, ob ihr irgendwelche Kombos kennt, damit man sowas machen kann. So David-Goliath-Kombo. Das ist schon wieder so eine Runde, wie gesagt, wo wir den Gegner einfach überrennen. Das finde ich furchtbar öde. Ja. Das stimmt. Ja.
Nee, scheinbar nicht. Ist hier nicht mal, wo der Gegner sein. Ah, doch. Ach, der ist tot. Also. Jetzt habe ich gerade eben schon drauf geschossen. Ich habe ihn vorher nicht mal gesehen. Ich auch nicht. Oh, er hat 3. Wo? Ich weiß es nicht. Der hat gerade einen gekillt, der im Punkt war. Ja, außen. So wie es aussieht. Series the plane. Ja, nee. Also bei dem da reinfahren werde ich mich jetzt wieder nicht beteiligen. Nö. Nö. Gucken wir lieber unsere schönen Panzer an. Aber das ist... Das ist genau das, was ich meine mit diesem Ding. Entweder rutscht mein Team einfach über den Gegner drüber und ich komme einfach nicht dazu, irgendwo drauf zu schießen. Oder ich... Man hat mit dem ersten Schuss so Pech, dass mich der Gegner dann danach kampfunfähig schießt und ich einfach keinen zweiten rauskrieg. Dabei bietet dieses Fahrzeug eigentlich alles, was du brauchst für eine richtig gute Runde. Ich sehe damit auch immer wieder Leute in irgendwelche super Positionen fahren. Ich versuche das dann auch und sterbe auf dem Weg. Und ja, irgendwie, das funktioniert einfach irgendwie nicht. Schniff. Ja, ich spiele das Object auch total selten. Mal an die Drecksdor 62. Ja, ich gucke jetzt, ob ich es mir... Manno! Holen kann, wollte ich gerade sagen. Rache ist heute auch nicht mehr Blutwurst. Ist ja öde. Aber hey, immerhin noch ein Sieg. Zählen die überhaupt, wenn ich so wenig Schlachtaktivität habe? Ich glaube, ich brauche mindestens 80% und ich glaube, die habe ich nicht. Ja. Aber das kann man natürlich auch wieder nicht beeinflussen selbst irgendwie. Schwierig. Also nicht wirklich. Schwierig, schwierig. Irgendwo ein Gegner, den man irgendwie mit einer Bombe beglücken kann. Hier in der Nähe. Oh, hello. Wo are you? Ist tot. Ja, links drauf. Ja, gut. Fiat's, sieht man momentan sehr viele wieder. Dank Fly Daily. Fang! Wird schon irgendwie klappen. Lol. Ich hab den echt schlecht abgeworfen, aber hey. Die Schweden haben die Runde echt den Prügelknaben gespielt. Ja. Eine Schweigesekunde für die Schweden. Und ja, weiter geht's. Wobei, weiter geht das nicht. Wir sind jetzt schon bei über einer halben Stunde. Ich meine, das waren jetzt 3 Siege, oder? Ja, 3 Siege. Nur kurz gucken, ob die alle gezählt haben. Wo ist es? War das hier? Ja. Haben alle gezählt. Sehr gut. Ich finde es ein bisschen einseitig, dass du 35 Siege mit Sowjets brauchst, anstatt dass du einfach 35 Siege brauchst mit, keine Ahnung, Mediums, Heavies, Lights oder sonst was. Aber okay, werde ich mich durchquälen. Ich bin momentan irgendwie nicht so bei den Russen begeistert, muss ich sagen. Warum auch immer. Vielleicht, weil ihr alle momentan 5-7 spielen müsst. naja. Aber wir hoffen, ihr hattet Spaß bei der heutigen Folge. Könnt ja mal schreiben, wie eure Erfahrungen so mit diesem Ding sind. Ja. Hoffen, ihr hattet Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.